Was? Wow, hey. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja, wir haben beim letzten Mal das Kätzchen verfolgt und den Mond abgeschossen. Und einmal müssen wir uns dem Kätzchen noch stellen. Ja, deswegen sieht es hier hinten so ein bisschen komisch hässlich aus. Ich freue mich auch immer noch, wie ich an diese... Hier fliegen die so komisch im Kreis. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Abschießen kann ich sie nicht. Das geht nicht. Ich kann die nicht abschießen. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Bin da... ja... überfragt. Ich meine, ja, es gibt hier eine Brücke. Das weiß man noch. Au. Unfair. Aber... die bringt mir halt nichts. Hallo? Ich hab doch alle gesaugt, danke. Bringt mir halt nichts. Die haben wir schon mal entleert, die Truhe, ja. Deswegen ist die ja auch schon offen gewesen. Ich komme halt von hier auch nicht irgendwie ran oder so. Nee. Keine Chance. Ich meine, klar, ich kann hier, bumm, den hier machen. Das bringt mir halt nichts. Bim, bim, bim. Mit Flutschi geht da auch nichts. Hä? Okay. Moment, wenn ich jetzt nochmal die Glocke ziehe, vielleicht dann. Moment mal. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Nee, okay. Den Anker, kann man den hier zu Wasser lassen? Moment. Bringt nichts. Schade. Ein Versuch war es wert. Aber irgendwas muss man mit den Dingern machen können. Ich weiß nur noch nicht was. Ja, tschüss. Bevor mich die Schlange noch mal nervt. Da ist das Kätzchen ja. Da ist es ja. Ich sag doch, das ist... ich sag doch, der Raum ist zu ungenutzt. Die muss sich nochmal hier austoben. Jetzt wissen wir auch, wofür die Kokosnüsse da sind. Wir müssen das Kätzchen mit den Kokosnüssen ärgern. Oh. Damit hätten wir es nämlich vielleicht von der Laterne schießen können, wisst ihr? Aber gut, jetzt ist es halt schon wieder abgehauen. Och Mann. Was soll das denn? Ich glaube, weiter ist das, kann es auch gar nicht mehr abhauen. Kann ich hier? Oder war das nur... Achso, das war nur das, okay. Ja, dann gehen wir halt noch eins runter. Habe ich kein Problem mit. In die Welt der Wunder. Oh nein. Sind da die Räume jetzt wieder verzerrt? Das wäre jetzt dann schon ein bisschen... ätzend. Welt der Wunder hat auf jeden Fall viele Räume halt gehabt. Jetzt da mal das Kätzchen finden. Hä? So. Alle guten Dinge sind drei. Oder auch gesagt, drei auf einen Streich, sozusagen. Darf ich jetzt hier dann... Nein?
Ich sagte doch, irgendwann muss noch was mit dem Aufzug kommen. Hab's euch doch gesagt. Oder wie war das? Man möchte ja nicht mehr sagen, ich hab's euch ja gesagt, sondern ich hatte euch daraufgehend hingewiesen. Na? Ihr wisst Bescheid. Ich hatte euch daraufgehend hingewiesen. Oder war es informiert? Ach, egal. Ist doch halb so wild. Immerhin hört uns unser Hundilein. Die Toilette? Ernsthaft? So, nimm mal den mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Komm mal her. So. Ah, Luigi, wie oft muss ich es dir noch sagen? Weniger freuen, mehr sammeln. Als ob. Okay. Wo geht's, Hundilein, lang? Geht durch? Kann ich hier? Nö. Dann gehen wir halt hier durch. Was? Wow, hey. Aber witzige Idee. Muss man schon sagen. Witzige Idee. Vor allem, wie Luigi einen auf den Kopf bekommen hat. Hallo. Auch die ist in der Kiste drin. Hier ist sowas aber auch. Machen wir jetzt eine Magievorstellung, hm? Guck. Okay, ich verstehe schon. So, einmal. Okidoki. Und zweimal. Schön. Schön. Komm her, putt. Ja, komm. Braves Kätzchen, feines Kätzchen. Danke, du hast mir nämlich erstmal Platz gemacht, dass ich mich konzentrieren kann. Ey, wenn du schon so blöd bist, vor mich zu springen, dann mach mich nicht deswegen dumm an. Okay, die will immer hier runterspringen. Ja, dann. Ey. So. Hä? Seit wann zweimal? Fies, Mann. Die hat dazugelernt. Die hat echt dazugelernt. Ja, genau, gib das mal her. Mist. Ganz schön nervig, dieses Kätzchen. Wir kriegen das schon hin. So, jetzt kommt nochmal vor mir. Ey. Diesmal. Ah, danke, Hundi. Sehr nett von dir. Sehr, sehr freundlich. Ich bin zu ungeduldig. Hm.
Ey! Vielleicht ist denn auch. Muss ich mir jetzt einen Flutschi noch holen, hä? Ist es das? Ist es das, was ihr wollt? Wie soll ich das denn machen? Also, mit Flutschi kann ich nicht schon im Voraus aufladen. Das ist klar. Okay. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich verstehe es noch nicht ganz, was das Spiel hier von mir will. Weil vom Prinzip her wird es ähnlich sein. Jetzt ja und jetzt ja. Aber dann kriege ich es ja nicht rechtzeitig anvisiert. Das ist doch dämlich. Hundi, gib mir. Danke. Ich kann halt auch nicht mit Flutschi bereithalten. Flutschi ignoriert sie auch vollkommen, okay. Das ist interessant. Also ich kann ihn hier als Köder verwenden und mit Flutschi dann, ne? Ich muss mich also umdrehen und Flutschi als Köder verwenden, alles klar. Lucci als Köder, okay. Dann kann ich es sogar direkt anschauen, ist ja witzig. Lucci macht den Rest vom Schützenfest. Endlich. Endlich. Oh, hat jetzt Luigi gelernt, im Einklang zu tanzen. Mit beiden seinen Ichs. Ist ja witzig. Es kann vielleicht noch ganz schön praktisch werden, aber ich glaube nicht, dass diese Animation jetzt ohne Grund so gemacht wurde, wenn man es hier tatsächlich so machen muss. Oh, I did it. Yeah. Ich hab den 14. Knopf. Das ist super, oh Mann, das finde ich echt toll. Darauf gehen wir zum Prof auf und geben das Kätzchen ab. Damit uns das nicht nochmal Ärger macht. Galerie. So. Geister. Will Geister sehen, Schlingel, Wüterich, wie heißen die? Blocker. Ah ja. Aber einer hat da noch gefehlt. Seltene Geister. Keinen einzigen? Was? Ja, wie die Teils einfach noch nicht geladen haben, witzig. Bossgeister, ja, okay. Da fehlen auch noch welche. Buhus, Buchstabier, ja, das Buchstabier, das Olle. Aber am Ende sehen sie doch alle gleich aus. Mini-Wüterich. Ja, und was ist mit der Katze? Ich bin ein wenig irritiert. Aber na gut. Vielleicht kommt da noch was. Wahrscheinlich deswegen. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Luigi's Mansion 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.